Willkommen im Bundesrat. Inzwischen ist auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache auf der Regierungsbank, hat er Platz genommen. Und als letzte Rednerin zu diesem Thema hat sich Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein gemeldet. Rosanne Redavan, habt ihr das jetzt schon umgeschrieben? Sind Sie mal 48 jetzt? Nein, 48, ich habe es im Nationalrat auch schon gesagt, ich soll jetzt die umschreiben. Viele Menschen wollen arbeiten, viele wollen sich etwas aufbauen. Junge Menschen, vor allem die am Beginn ihrer Karriere stehen und Familien gründen. Und wir alle wissen es, viele arbeiten bereits jetzt 12 Stunden täglich. Viele gehen runter zum Ausstempeln und arbeiten dann noch 2 Stunden weiter. Wir sorgen dafür, dass diese Dienstnehmer, und das hat die Frau Präsidentin auch schon gesagt, nur einen Rechtsanspruch für diese geleisteten Stunden erhalten, sodass die Vergütung auch durchsetzen können. Unser Arbeitsrecht ermöglicht zwar im Bereich der Normalarbeitszeit, also auch der regelmäßigen Arbeitszeit ohne Überstunden, durchaus flexible Arbeitsmodelle. Bei der Höchstarbeitszeit fehlen jedoch diese Möglichkeiten. Ich halte die Möglichkeit einer Höchstarbeitszeit für 12 Stunden täglich bzw. 60 Stunden wöchentlich für wichtig, um rasch mögliche unbürokratisch Arbeitsspitzen abdecken zu können. Meine Damen und Herren, wir schalten jetzt wieder zu Ingrid Thurnherr im Studio von ORF 3 aktuell. Die Bundesratssitzung können Sie in der Zwischenzeit auf der ORF TV-Thek weiterverfolgen. Wir melden uns dann nach ORF 3 aktuell wieder. Bis später. Und dafür auch mehr Freizeit genießen zu können. Das Wesentliche an dieser Novelle ist ja, dass eine längere Arbeitszeit zeitnah durch Freizeiträume ausgeglichen werden kann. Und so, meine Damen und Herren, so die Erholung bei den Beschäftigten gewährleistet ist und die Gesundheitsgefährdung der Arbeitnehmer und Arbeiterinnen nicht steigt. Man kann es nicht oft genug sagen, die durchschnittliche Arbeitszeit in Österreich ändert sich nicht. Es wird stattdessen eine höhere Flexibilität ermöglicht und die gleichbleibende Arbeitszeit einfacher zu verteilen. Die Anzahl der jährlich zulässigen Arbeitsstunden bleibt gleich. Im Abänderungsantrag wurde ja diese Freiwilligkeitsgarantie wirklich noch einmal für alle explizit festgehalten. Damit wird für alle klargestellt, dass Arbeitnehmer nicht gegen ihren Willen zu mehr als 10 Stunden pro Tag oder 50 Stunden pro Woche herangezogen werden können. Die bittere Lektion für die Bundes-SPÖ ist die Wahrheit die, dass es für einen ausgeglichenen Interessenswahrung zwischen Dienstgebern und Dienstnehmern keine SPÖ in der Regierung braucht. Das ist das Problem, was ihr habt. Ein weiterer Punkt gegen die SPÖ-Angstgeschichten ist das Kostenargument. Für die 10. bis 12. Stunde haben wir bekanntlich die Überstundenzuschläge zweifelsfrei festgeschrieben, egal ob in Geld oder in Freizeit. Ein betriebswirtschaftlich ausgerichteter Unternehmer denkt im Gegensatz zum ÖGB bei einer 60-Stunden-Woche sofort an die Personalkosten. Die wirken sich als betriebswirtschaftliche Bremse aus, denn jeder weiß, dass 60-Stunden-Woche sehr teuer ist. Also kein Unternehmer wird das aus Jux und Tollerei machen, sondern er wird es gezielt einsetzen, wenn es notwendig ist. Aber meine Damen und Herren, das zeigt mir wieder, dass die roten Planwirtschafter den freien Markt bis heute nicht verstanden haben. Sorry. Ein Satz zu den bestehenden Kollektivverträgen und Betriebsvereinbarungen. Durch die Novelle werden sie nicht aufgehoben, sie bleiben aufrecht und enden nach Zeitablauf. Und zur Zahl der Betriebsräte. Der Kollege hat das schon, der Rösch hat schon das kurz angeschnitten. Insgesamt haben nur 14-20% aller Betriebe einen Betriebsrat. Sie haben nur 14-20%, das heißt die Hälfte, Herr Abgeordneter, die Hälfte der unselbstständigen Beschäftigten wird von Betriebsräten vertreten, die andere Hälfte nicht. Und diese andere Hälfte schützt jetzt schützt diese Regierung. Das haben Sie vergessen. Da hätten Sie längst also etwas tun können. Applaus
Gesetzlich kommt es für kleine Betriebe und die Großbetriebe also nicht nur auf die Anzahl der Führungsebenen an, auch das ist ein wichtiges Thema, sondern um die jeweilige Dienstnehmer und eine individuelle Freiheit bei seiner persönlichen Freizeitfeststellung. Ob er aufgrund einer hohen Stellung selbst entscheiden kann, wann er arbeitet oder aufgrund einer hohen Stellung der Arbeitszeit im Vorhinein gar festgelegt ist, darauf kommt es an und nicht auf das Runterzählen, welche Ebene es ist. Also das haben Sie, glaube ich, auch noch nicht so ganz verstanden. Diese Novelle bringt, und das halte ich ganz klar und dezidiert fest, den stärksten Schutz der einzelnen Arbeitnehmer, der nicht durch den Betriebsrat vertreten ist. Erstens. Zweitens die Verankerung der Politik der Betriebsräte im Gesetz. Drittens die Auftragssicherung durch flexible Abdeckung von Spitzenzeiten bei unveränderten Arbeitszeitvolumen und die Möglichkeit zu einem verlängerten Wochenende und die bessere Vereinbarung von Familie und Beruf. Für mich steht im Vordergrund, dass wir bald ein modernes Arbeitszeitgesetz haben, das in die heutigen Lebensverhältnisse und Lebenswelten angepasst ist und den Wirtschaftsstandort Österreich stärkt. Weil wir mit dem Wandel der Arbeitszeit gehen wollen, anstatt ihn zu bekämpfen. Ich bin überzeugt, dass diese Novelle gut gelungen ist und die Interessen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausgewogen berücksichtigt worden. Anstatt Gefahren zu sehen, sind große Chancen auch für die Arbeitnehmer im Zentrum zu stellen. Dabei ist ein zentrales Anliegen nicht nur die Freiwilligkeit, sondern auch gerade die Selbstbestimmung, die heute auch schon erwähnt wurde, zu stärken. Für etliche Menschen könnte gerade das ein Segen sein. Und Kollegin von den Grünen. Ich habe Karl Marx zitiert, das ist richtig. Anscheinend haben Sie ihn nicht gelesen. Ich durfte ihn lesen während meiner Studienzeit. Ich beschäftige mich auch mit anderen Ideologien. In meiner Studienzeit als Sozialwissenschaftlerin muss man das. Ich habe Karl Marx zitiert. Freiheit ist ein Luxus, den sich nicht jedermann leisten kann. Freiheit ist wirklich für die allerwenigsten leistbar, wenn man darunter versteht, dass man genug besitzt und nicht mit dem täglichen Brotbewerb nachgehen muss. Eine Gesellschaft, in der jeder so viel arbeiten, wie er kann oder will, und dafür jeder das hat, was er braucht, bleibt natürlich eine sozialistische Utopie. Mit dieser Novelle aber wird die Verteilung der Arbeitszeit flexibilisiert und umgekehrt wird die Verteilung der Freizeit flexibilisiert. Der Luxus von längeren Freizeitblöcken, von längerer Freiheit, wenn man so will, wird durch diese Novelle verbessert. Wir stellen also sicher, dass durch die Flexibilisierung der Arbeitszeit auch der Luxus von längerer Freizeit für jedermann besser leistbar wird, weil wir keiner Utopien nachhängen. Und Frau Abgeordnete, ich lasse mich weder durch Pflastersteine noch durch sonst etwas einschüchtern. Ich kämpfe für die Menschen in unserem Land. Die neuen Arbeitszeitregelungen seien ausgewogen, sagt Beate Hartinger-Klein von der FPÖ. Sie ist die Gesundheits- und Sozialministerin.